Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und quasi einem Osterspezial, wenn ihr so wollt, denn heute ist Ostern und ich hoffe, ihr genießt den Tag mit euren Lieben, macht euch ein paar schöne Tage und genießt einfach die freie Zeit in der Hoffnung, dass ihr nicht arbeiten müsst. Ich habe heute aber kein Ostervideo für euch, sondern ein Buchneuerscheinungsvideo für das zweite Quartal, quasi von April bis Juni. Ja, ich bin ein bisschen spät dran damit, aber wie die fleißigen Zuschauer das vielleicht noch in Erinnerung haben, ich hatte im März ein bisschen gesundheitlich zu kämpfen und da ging halt sehr, sehr vieles nicht. Zum Beispiel auch Videos drehen. Und dementsprechend musste ich die Videos weiter nach hinten schieben, aber das Neuerscheinungsvideo ist, es liegt mir einfach am Herzen. Ich möchte mit euch die Bücher feiern, die dieses Jahr im April, Mai oder Juni auf den Markt kommen. Und einige davon sind auch schon erschienen. Ich hatte erst überlegt, ob ich sie aus dem Video rausnehme, aber es sind so coole Titel, dass ich euch das einfach zeigen möchte, dass ich das euch vorstellen möchte und mit euch darüber sprechen möchte. Damit das Video nicht zu lang wird, würde ich sagen, fange ich auch direkt mit dem ersten Buch an, das auch schon am 1. April auf den Markt kam. Und das ist A Reason to Hope von Jennifer Benkow. Das ist Band 2 der Liverpool-Reihe. Der erste hieß A Reason to Stay und kam, glaube ich, 2021 raus, ich glaube. Bei den meisten Reihenfortsetzungen werde ich euch auch den Klappentext von Band 1 vorlesen. Hier ist es in Ordnung, euch den Klappentext von den Band 2 vorzulesen, weil die Bücher getrennt voneinander gelesen werden können. Es ist da auch einfach wieder so, dass man die Protagonisten aus dem zweiten Band schon aus dem ersten kennt, aber die Geschichte nicht so richtig aufeinander aufbaut. Also man kann Band 1 lesen, man kann aber auch Band 2 lesen, ohne dass man den Vorgänger gelesen hat. Ihr wisst, wie ich es meine. Ja. Also. Hannah fehlt ein Jahr ihres Lebens, das noch immer einen Schatten auf ihre Gegenwart wirft. All ihre Träume scheinen unmöglich, mit ihrer Stimme Geld zu verdienen, zu reisen, ein freies Leben zu leben. Als sie Sawyer kennenlernt, der einen Pub in Liverpool besitzt und ihr anbietet, dort zu singen, ergreift sie diese Chance nur zögerlich. Denn in Sawyers Nähe fühlen sich ihre Probleme weit weg an und Hannah darf nicht unvorsichtig werden. Zu groß ist das Risiko, dass ihre Vergangenheit sie einholt. Band 2 der Liverpool-Reihe. Mir hat der erste Band schon sehr, sehr gut gefallen. Deshalb werde ich den hier auf jeden Fall auch lesen. Das nächste Buch, das ich euch vorstellen möchte, habe ich sogar schon hier. Das ist nämlich Das unglaubliche Leben des Wallace Price. Das ist am 11. April erschienen. Und ich habe es netterweise zur Verfügung gestellt bekommen. Habe es aber tatsächlich auch noch nicht gelesen. Das Witzige ist, okay, hier ist wieder Werbung drin, da ist sogar ein Buch gezeigt, das ich euch gleich auch noch vorstellen möchte. Sehr, sehr gut. Das Lustige daran ist, jeder denkt, das wäre Band 2 zu Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte, weil es einfach der gleiche Autor ist und weil es der gleiche Coverdesigner ist und die Cover sich auch sehr, sehr ähnlich sehen vom Stil her. Aber die beiden haben rein gar nichts miteinander zu tun. Ich habe dann nämlich noch so schön gesagt, oh, da muss ich ja Mr. Parnassus noch schnell vorab lesen. Und dann meinte meine Freundin Ivy, nein, musst du nicht, die gehören nicht zusammen. Die sind nur, lustigerweise sehen die gleich aus und sind vom gleichen Autor. Aber ich kann ganz unbedenklich den hier lesen, auch wenn ich den Mr. Parnassus noch nicht gelesen habe. Und jetzt lese ich euch mal vor, um was es in Wallace Price überhaupt geht. Als der erfolgsverwöhnte Anwalt Wallace Price einen Tagestod umfällt, landet er in der Zwischenwelt. Dort erwartet ihn der Wächter Hugo, der Wallace auf seiner Reise ins Jenseits vorbereiten soll. Doch Wallace ist noch nicht bereit für die Ewigkeit und so wird ihm die Zeit gewährt, um seine Angelegenheiten zu ordnen. Zeit, in der Wallace den wahren Sinn des Lebens entdeckt und die Liebe findet. Ja, da steht nämlich auch direkt Mr. Parnassus hinten drauf. Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte hat T.J. Klune, ich weiß nicht, ob es ausgesprochen wird, Millionen Leser weltweit begeistert. Jetzt liegt sein neuer großer Roman vor. Bin sehr, sehr gespannt. Ich werde auch die nächsten Tage damit anfangen, sobald die Leserunde startet.
Das nächste Buch, das ich euch zeigen möchte, ist auch bereits erschienen und zwar am 12. April. Und da habe ich auch den ersten Band schon von gelesen und war da so ein bisschen zwiegespalten. Jetzt vom zweiten Band erhoffe ich mir tatsächlich mehr, weil das Thema mich genau wie beim ersten auch persönlich sehr, sehr interessiert und hoffe einfach, dass die Thematik nicht so sehr überlagert wie die Thematik in Band 1. Ich spreche nämlich von Kira Mohns The Sea in Your Heart, den zweiten Band der Island-Reihe. Hier geht es nämlich ums Whale-Watching und um ja, die Rettung der Meere so ein bisschen. Und das finde ich eigentlich super, super interessant. Und vor allem heißt der Protagonist Jules. Das ist für mich total verwirrend, weil es einfach ein Mann ist, der genauso heißt wie ich. Ja. Jetzt erzähle ich aber mal, um was es genau geht. Lilia lebt für das Meer. Sie verbringt den Großteil ihres Arbeitstages auf dem Atlantik, um bei Whale-Watching-Touren nach den sanften Riesen Ausschau zu halten. Privat engagiert sie sich in einer Umweltorganisation für den Schutz der Ozeane und nimmt an Protestaktionen gegen den Walfang teil. Dementsprechend wenig Zeit hat sie für Männer. Eine Beziehung steht definitiv nicht auf Lilias Prioritätenliste, bis sie im Licht von Islands Mitternachtssonne einen Mann kennenlernt, dessen Lächeln einfach unwiderstehlich ist. Sie verbringt eine magische Nacht mit ihm, doch was Lilia nicht weiß, Jules ist jemand, auf den sie sich hätte nie einlassen dürfen. Dum, 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 dum. Dramatische Musik einfügen in 3, 2, 1. Ja, ich werde mir auf jeden Fall das Buch kaufen, einfach nur damit ich auch die Reihe im Regal stehen habe, weil ich einfach ein großer Kiss-Fan bin und ja, so ein kleiner Monk in mir drin sagt, ich will alle Bücher haben. Das nächste Buch erscheint eigentlich erst im Juni. Deshalb habe ich es eigentlich auch auf meiner Liste für Juni. Am 15. Juni nämlich erscheint Crescent City 2 und ja, das ist ein bisschen verrückt, weil das E-Book dazu jetzt schon am 13. April auf den Markt gekommen ist. Und da war ich so ein bisschen im Zwiespalt. Was mache ich jetzt? Ich habe den Release von der englischen Ausgabe sehr gut überstanden, ohne mich zu spoilern und ohne irgendwie auch nur ein Fitzelchen der Story zu erhaschen aus Versehen. Ja, aber die Leute in meiner Bookstagram-Bubble, die sich den englischen Band kaufen, sind die Hardcore-Fans, die unbedingt wissen wollen, was passiert, aus Angst, dass sie irgendjemand bei der deutschen Variante spoilert. Das sind dann aber auch die Leute, die nicht spoilern, weil sie genau wissen, wie es ist. Jetzt ist das E-Book auf Deutsch erschienen. Jetzt war die Frage, versuchst du 2 Monate lang einen großen Bogen, um alles zu machen, wo nur CC draufsteht oder irgendwas von Crescent City, Hunt, Bryce, Danica oder sonst was erwähnt wird? Oder gehst du hin und kaufst dir das E-Book, einfach um das zu vermeiden? Erst wollte ich es nicht tun, aber als ich dann mitbekommen habe, dass die liebe Nele unter einem Foto von Das Reich der Sieben Höfe gespoilert wurde zu Crescent City, Dinge, die zwar die gleiche Autorin geschrieben hat, aber nichts mit der Sache zu tun hatten, nur weil irgend so eine dumme Schnalle, ich muss es leider jetzt sagen, es lustig fand, den Spoiler von Crescent City darunter zu schreiben und die Leute zu ärgern, da habe ich dann für mich beschlossen, nein, du kaufst dir das E-Book, ich bin es auch gerade am Lesen, ich werde auch nichts dazu sagen und habe mir natürlich aber auch die Printausgabe für Juni bestellt. Ja, ich würde euch jetzt auch den Klappentext vorlesen. Ich habe ihn ja hier vor mir. Aber für die Leute, die Crescent City 1 nicht gelesen haben, wäre es jetzt total unfair, es vorzulesen. Aber ich denke, zu Crescent City muss ich auch wirklich nicht viel sagen, weil ich so gut wie niemanden kenne, der es nicht gelesen hat. Und falls doch, verlinke ich euch gerne das Buch wie immer unten in der Infobox. Ich verlinke euch auch Band 1, ich schreibe es auch dazu. Und dann könnt ihr euch den Klappentext zu Band 1 durchlesen. Das ist meine Maßnahme. Das nächste Buch, das ich mir rausgesucht habe, ist Kingdom of the Wicked, der Fürst des Zorns von Carrie, jetzt kommt's wieder, Maniscalco. Ich würde behaupten, das wird so geschrieben. Ja, so ausgesprochen. Ja,
Da habe ich tatsächlich noch nicht viel bei Bookstagram drüber gesehen. Aber als ich die Neuerscheinungen der verschiedenen Verlage durchgegangen bin, hat das Cover mich sehr, sehr angesprochen. Und dementsprechend habe ich mir den Klappentext durchgelesen, der da lautet: Zwei Schwestern, ein brutaler Mord, ein Racheplan, der die Hölle selbst entfesseln wird und eine berauschende Liebesgeschichte. Als die junge Hexe Emilia ihre Zwillingsschwester Vittoria ermordet vorfindet, bricht für sie eine Welt zusammen. Zutiefst schockiert will sie Rache üben, koste es, was wolle. Selbst wenn sie dafür verbotene dunkle Magie einsetzen muss und die sie in Gefahr bringt, von Hexenjägern enttarnt zu werden. Auf ihrer Suche nach dem Mörder trifft Emilia auf Wrath, einen der sieben dämonischen Höllenfürsten, von denen sie von klein auf gewarnt wurde. Wrath behauptet, auf Emilias Seite zu stehen. Doch kann man einem leibhaftigen Höllenfürsten trauen, selbst wenn er noch so gut aussieht? Dum, dum, dum. Ja, eigentlich war es die Zwillingsgeschichte, die mich da begeistert hat, weil ich, wie ihr wisst, auch eine Zwillingsschwester habe und ich solche Geschichten eigentlich immer ganz cool finde. Das nächste Buch lautet Truth, bist du bereit für die Wahrheit, von Margie Woodrow. Also wenn ich das richtig weiß, ist das eine niederländische Autorin, deshalb kann es auch sein, dass sie Mark hier heißt. Ich kann es euch nicht sagen. Das erscheint am 29.04.2022 und ich habe mich tatsächlich auch beim der Blogger-Jury gerade aktuell darauf beworben, weil ich die Geschichte sehr spannend finde, weil es mal kein richtiges New Adult ist, aber auch kein Fantasy, sondern eher so ein bisschen Thrill-Elemente hat, wie ich finde, aber auf Jugendbuch gemacht. Ich erzähle euch mal, um was es geht, dann wisst ihr, was ich mit meiner kryptischen Aussage meine. Wie weit würdest du für die Wahrheit gehen? Als Jewel das Grab ihres großen Bruders Milan besucht, kann sie nicht fassen, was dort steht. Jemand hat in die frische Erde Truth plus Dare gleich Wahrheit geschrieben. Milan liebt dieses Spiel und war bei YouTube für seine waghalsigen Videos bekannt. Dann erhält Jewel auch noch eine Trauerkarte mit einer erschütternden Botschaft. Wenn sie wissen möchte, wie ihr Bruder wirklich gestorben ist, muss auch sie sich auf eine Mutprobe einlassen. Jewel willigt ein, doch es bleibt nicht nur bei einer Aufgabe. Und schon bald werden die Herausforderungen immer makaberer. Wer steckt bloß dahinter? Jewel hat keine Wahl, sie muss mitspielen, sonst gerät nicht nur sie, sondern ihre ganze Familie in tödliche Gefahr. Dum, dum, dum. Ja, also es ist wie Kingdom of the Wicked oder Kingdom of Wicked. Nein, Kingdom of the Wicked. Auch eine Geschwister-Konstellationsgeschichte, wo einer verstorben ist und der andere rausfinden möchte, was passiert ist. Finde ich vielleicht auch ganz interessant, die Bücher direkt mal so hintereinander zu lesen. Auf der einen Seite dann die Fantasy-Lösung und auf der anderen Seite die Thriller-Lösung, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Ja, finde ich eigentlich ganz cool und habe da richtig Bock drauf, die beiden Bücher zu lesen. Ja, wie ihr seht, hat sich Lana wieder angeschlichen in der Zwischenzeit, damit wir das nächste Buch zusammen präsentieren können. Ja, das wäre nämlich das neue Buch von Olivia Date, The Stories We Write, das am 1.5. im KISS Verlag erscheint und das ich natürlich auch lesen möchte. Und darum geht es. Ein hinreißend komischer, sensibler und emotionaler Liebesroman rund um die Themen Fankultur und Body Positivity. Damit hatten sie mich auch wieder schon wieder. Charmant, eitel und einfach gestrickt. So kennt die Öffentlichkeit Markus Castorup, den Star der weltweiten Hitserie Gods of the Gates. Niemand ahnt, dass er privat mit seiner Legasthenie kämpft und der Tatsache, dass er die Entwicklung der Serie hasst. Seinen Frust schreibt er sich anonym auf einem Fanfiction-Forum von der Seele. Doch sollte das irgendjemand herausfinden, ist er in Hollywood erledigt. April Whittier ist ein Hardcore-Gods of the Gates-Fan, schreibt Fanfiction und kreiert eigene Kostüme zu der Show. Bisher hat sie das nie jemandem erzählt, aber sie will sich nicht mehr verstecken. Und so postet sie ein Foto von sich in einem Kostüm auf Twitter. Nur leider lassen die Trolle nicht lange auf sich warten und es hagelt bösartige Kommentare wegen Aprils Plus-Size-Figur. Doch dann geschieht das Unglaubliche. Markus Castorup schaltet sich ein, verteidigt sie und lädt sie auf ein Date ein. Der Markus Castorup und ihr Date hat ungeahnte Folgen. Ja, finde ich irgendwie so ein bisschen eine Mischung aus Cinder und Ella meets The Sky in Your Eyes. Bin schon sehr, sehr gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Am 25. Mai kommt dann auch endlich der zweite Band der Dunbridge Academy Reihe raus.
Da geht es dann aber nicht mehr um Henry und Emma, sondern um Victoria, also Tori und Charles, ihren besten Freund quasi. Und Tori fand ich im ersten Band auch schon so mega und freue mich schon richtig drauf, ihre Geschichte zu erfahren. Die da wäre, ich habe sie jetzt gescreenshottet auf dem Handy, Charles Sinclair ist Victoria Belhaven Winfords bester Freund. Seit der 5. Klasse ist er derjenige, dem Tori alles erzählen kann. Außer von den Bauchschmerzen, die einfach nicht verschwinden wollen, seit sie ihren Schwarm Valentine datet. Unterbewusst spürt Tori, dass es nicht Liebe ist, was seine Blicke in ihr auslösen, anders als die von Sinclair. Doch die gelten ihrer Mitschülerin Eleanor, an deren Seite er als Romeo auf der Bühne zur alljährigen Theaterführung der Dunbridge Academy stehen wird. Nicht, dass es Tori etwas ausmachen würde, wäre sie nicht diejenige, die in der Drehbuch AG nun auch noch höchstpersönlich die Liebesgeschichte für ihn und seine Julia schreiben soll. Als großer Romeo und Julia-Fan finde ich das sehr, sehr schön und bin auch sehr gespannt, wie das Ganze umgesetzt wird. Ebenfalls am 25. Mai kommt der 5. Band der Midnight Chronicles raus, der da heißt Todeshauch und endlich die Geschichte von Roxy und Sean weitererzählt. Die Midnight Chronicles werden ja zusammen von Bianca Iosivoni und Laura Kneidel geschrieben. Und es ist ein bisschen verwirrend. Also Band 1, 3 und 5 schreibt Bianca und Band 2, 4 und 6 schreibt Laura. Bianca schreibt 3 Bände lang die Geschichte von Roxy und Sean. Laura dagegen schreibt in allen 3 Bänden eine eigene Geschichte. Also jeweils ein Liebespaar pro Buch, die auch in dieser Midnight Chronicles Bubble vorkommen. Es ist ein bisschen verwirrend. Das ist mir tatsächlich auch erst aufgefallen, als ich Band 4, den Klappentext zu Band 4 gelesen habe und dachte, wieso geht es nicht mit den Protagonisten aus Buch 2 weiter? Und dann wurde mir erklärt, dass das noch viel verwirrender gemacht wurde, als es ohnehin schon war, mit 2 Autorinnen. Ja, es steht auch nicht viel hier bei Amazon für den puncto Klappentext. Hier steht einfach nur Liebe, Magie, Freundschaft, Verrat, taucht ein in die Midnight Chronicles von Bianca Iosivoni und Laura Kneidel und lasst euch in eine Welt entführen, in der sich eine Gruppe junger Jägerinnen zusammenschließt, Jägerinnen, um den Kampf gegen das Böse aufzunehmen. Und dabei setzen sie nicht nur ihre Leben, sondern auch ihre Herzen aufs Spiel. Todeshauch erzählt die Geschichte von Roxy und Sean weiter. Viel mehr steht da nicht. Also lassen wir uns mal überraschen, was da denn kommen mag. Ich habe Band 4 tatsächlich auch noch gar nicht gelesen, weil ich die Reihe mit der Tatjana zusammen lese und wir gesagt haben, wir warten jetzt einfach, bis Band 5 rauskommt und dann lesen wir beide in einem Rutsch. Wir sind nämlich aktuell noch bei Throne of Glass. Sehr, sehr am Hypen. Jetzt kann ich euch auch zeigen, was ich eben aus Wallace Bryce herausgeholt habe. Und zwar geht es nämlich mit Band 3 der From Blood and Ash Reihe, Liebe kennt keine Grenzen Reihe, weiter. Crone and Bones heißt der 3. Band. Flesh and Fire kam ja auch jetzt im Frühjahr schon raus. Und jetzt kommt Crone and Bones. Und erzählt quasi die Geschichte von Poppy und Hawk, beziehungsweise Poppy und Castile weiter. Ich kann euch jetzt auch nicht den Klappentext zu Band 3 vorlesen. Ich habe mich nämlich damit gerade selbst gespoilert. Ich habe Band 2 nämlich noch nicht gelesen. Und im Klappentext von Band 3 steht eine Information, die man erst im 2. Band erfährt. Ja, danke dafür, was ich nicht alles für euch in Kauf nehme. Aber ich lese euch einfach den Klappentext von Band 1 vor. Und ich sag mal so, Blood and Ash war mein Jahreshighlight 2021, neben der Schattentanz-Trilogie, Tiermagier-Trilogie. Und bei Blood and Ash ist es tatsächlich so, entweder man liebt es oder man hasst es. Ich glaube, sowas dazwischen gibt es nicht. Ich für meinen Teil liebe es und deshalb freue ich mich auch schon sehr auf das Buch. Ja, Band 1 heißt da, Poppy ist eine Auserwählte. Wenn sie den Segen der Götter erhält, wird sie die Einzige sein, die ihre Heimat vor dem Angriff des verfluchten Königreichs retten kann. So will es die Tradition, so will es das Gesetz. Das Leben einer Auserwählten ist einsam. Niemand darf sie ansehen, geschweige denn mit ihr sprechen oder sie berühren.
Eines Tages wird der attraktive Hawk mit den goldenen Augen, dem frechen Grinsen und den provokanten Sprüchen Poppys Leibwache zugeteilt. Und sie merkt, dass es in ihrem Leben so viel mehr geben könnte als nur ihr Amt. Dass sie ein Herz hat, eine Seele und die Sehnsüchte einer ganz normalen jungen Frau. Als an den Landesgrenzen die Schatten der Verfluchten immer drohender werden, muss Poppy sich zwischen Liebe und Pflicht entscheiden. Es ist einfach nur so, so schön. Last but not least kommen wir zu einem Buch, das im Juni erscheinen wird. Und zwar am 22. Ich spreche von Westwell Heavy and Light von Lena Kiefer. Und Lena Kiefer kennen wir ja schon von der Ophelia Scale-Reihe, die ich jetzt vor kurzem erst gelesen habe und die mich total begeistert hat. Und von der Nights-Reihe, die ich tatsächlich noch nicht gelesen habe, aber Band 1 schon hier stehen habe. Das werdet ihr aber im Neuzugänge-Video April sehen. Das habe ich mir nämlich gerade bei Medimops gekauft. Und da geht es ja um die Ritter der Tafelrunde und das finde ich halt super spannend, das Thema. Da bin ich tatsächlich aktuell auch an einem Plot dran, bei dem es um Merlin und Co. geht. Bin schon total hyped auf die Thematik. Ja, aber um was geht es in Westwell? Ich will die ganze Zeit Westfall sagen, weil ich jetzt gerade so in der Throne of Glass Thematik drin bin, aber es heißt Westwell. Ja, ich lese euch den Klappentext zu Band 1 vor. Als Helena Weston nach New York zurückkehrt, hat sie nur ein Ziel, den Ruf ihrer Schwester wiederherzustellen, koste es, was es wolle. 2,5 Jahre ist es her, dass Valerie und ihre Großliebe Adam nach einer Partynacht tot in ihrer Hotelsuite aufgefunden wurden und seitdem lässt Adams Familie keine Gelegenheit aus, Valerie die alleinige Verantwortung am tragischen Tod der beiden zu geben. Einzig Helena glaubt fest an die Unschuld ihrer Schwester und sie setzt alles daran, herauszufinden, was in jener schicksalshaften Nacht wirklich geschehen ist. Aber auf der Suche nach der Wahrheit kommt ihr ausgerechnet Josiah Caldwell, Adams jüngerer Bruder, in die Quere. Helena weiß, dass sie Jess eigentlich mit jeder Faser ihres Seins hassen müsste. Und doch weckt er Gefühle in ihr, gegen die sie schon bald machtlos ist. Also wie ihr seht, erscheinen sehr, sehr viele Bücher mit Geschwister-Thematiken in den nächsten Wochen und Monaten. Ich persönlich finde das eigentlich immer ganz cool, weil das ein schöner Aufhänger ist für eine Geschichte, gerade wenn die Geschwister vielleicht auch Zwillinge sind oder wie Feuer und Eis total unterschiedlich, wo dann verschiedene Charaktere aufeinander prallen. Also ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die Bücher. Es erscheinen natürlich noch viel, viel mehr tolle, grandiose Bücher, aber das wird jetzt auch einfach den Rahmen sprengen. Von daher belasse ich es jetzt dabei. Ich denke, da haben wir schon eine schöne Auswahl an Büchern gefunden. Wir machen es uns jetzt noch ein bisschen hier gemütlich, bevor es dann heute Mittag zu meiner Mama zum Ostereier suchen und essen geht. Ich hoffe, ihr habt auch so herrliches Wetter wie bei uns. Es ist wirklich keine Wolke am Himmel. Das wird richtig, richtig schön. Und ja, lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!